Rückfall bezeichnen muss. Also man weiß einfach aus der Kenntnis der Verhältnisse in der Sonnen, in der Erdumgebung, dass täglich einfach tonnenweise, hunderte von Tonnen in Form von meteoritischem Staub oder eben Gestein auf die Erdoberfläche niederprasseln. Nur ist das natürlich so, die größte Teil der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt und nicht von Land. Und deshalb gehen die meisten wahrscheinlich eben auch im Ozean unter und versinken dann und werden wahrscheinlich nicht so schnell wieder gefunden. Denn ja, die Oberfläche unter dem Ozean, also der Boden der Ozeane, das ist noch ein... Das ist noch eine Stelle oder ein Gebiet der Erde, das noch langer Forschung bedarf, um überhaupt in der gleichen Weise erfasst zu werden wie die Oberfläche selber. Also die Oberfläche auf der Erde, da kann man wahrscheinlich überall erwarten, dass da irgendwann einmal ein Meteorit runtergekommen ist. Aber klar, ich glaube, es gibt Stellen, die sind besser bekannt und dort ist auch ein größerer Meteorit heruntergekommen und der hat sich dann beim Herunterstürzen ist er aufgesplittert worden in zahlreiche und tausende vielleicht von kleinen Teilchen, die dann verstreut sind über ein größeres Gebiet. Und das, denke ich, ist dann ein bekannter Ort, an dem man eben suchen kann. Und wo liegt der? Ja, das ist nicht ein einzelner Ort. Mhm. Bei dem weiß man jetzt, das ist irgendein genanntes Gebiet, das nur die Einheimischen dann kennen, in Westafrika. Mhm. Der stammt aus Westafrika. Mhm. Also das ist jedenfalls die Adresse, die man angibt, aber ohne genau zu lokalisieren, woher er kommt. Ja. Ein weiteres Bild haben wir hier. Das sind sogenannte Galaxienhaufen. Jetzt um vielleicht noch einmal, für mich ist es immer schwierig, mir diese Dimension vorzustellen. Wenn wir jetzt von den Galaxienhaufen sprechen, vorhin hatten wir eine Galaxie, nennen Sie mir noch einmal die Zahl der Sterne, Sie hatten es am Anfang schon gesagt. Wie viele Sterne sind 100, in einer Galaxie? 100 bis 200 Milliarden. 100 bis 200 Milliarden. Jetzt haben wir hier einen Galaxienhaufen und es gibt noch einmal so viele Galaxien, wie es schon Sterne gibt in einer Galaxie. Kann man sagen, also das ist eine Schätzung oder sagen wir mal eine Überschlagsrechnung, dass man sagt, das ist keine unvernünftige Zahl, auch wieder hunderte von Milliarden solche Sternsysteme anzunehmen. Man muss nicht die Hand drauflegen auf genau diese Zahl, aber da kommt man zu einer, sagen wir mal, Größe der Gesamtmasse der leuchtenden Materie, die vernünftig scheint. Und das ganze Weltall ist durchzogen mit diesen Galaxien. Gibt es irgendwo ein Ende? Sie meinen mit Galaxien? Ja, ein Ende des Raumes. Ein Ende des Raumes. Also das ist noch schwer zu sagen, weil das wäre eine Frage, die von der vieles abhängt, von der unsere Vorstellung davon abhängt, wie die Welt überhaupt beschaffen ist. Und dass der Raum ja ein Ende haben soll, das ist für von unserer normalen Anschauung her gesehen, ist das sehr schwer sich vorzustellen, oder? Ich weiß nicht, Sie fragen jetzt einfach so, gibt es irgendwo ein Ende? Ich möchte wissen vom Astronomen, so? Ja, aber hat das Weltall ein Ende? Und das Ende, das kommt noch darauf an, wie Sie das meinen. Meinen Sie das so, dass Sie irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen können, ins Universum hinein und dann stoßen Sie irgendwann einmal an eine Grenze oder so? Also wenn ich jetzt hier mal so eine Kugel nehmen würde, stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt in der Mitte. Die Erde befindet sich vermutlich nicht in der Mitte des Alls, aber nehmen wir mal an, wir würden im Mittelpunkt sitzen und wir gucken an den Himmel, der ist da gewölbt über uns. Jawohl. Dann geht es immer weiter. Jawohl. Unendlich weiter. Aha. Und meine Frage ist, geht es unendlich weiter oder ist irgendwo fertig? Ja. Gut, also es ist wahrscheinlich so, dass man sagen kann, es ist unendlich. Aber in einem Sinn, der jetzt irgendwie auch noch verknüpft ist mit der Vorstellung, dass das Weltall doch endlich ist. Und zu diesem Zweck würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir die Kugel schon auch benutzen, um den Raum vorzustellen. Aber jetzt eben, wir befinden uns jetzt nicht im Innern dieser Kugel, wie Sie das suggeriert haben vorhin, und schauen dann sozusagen vom Innern der Kugel nach außen und sehen da die Oberfläche, sondern wir stellen uns jetzt vor, dass diese Oberfläche, die ich jetzt in der Hand haben kann und berühren kann, dass diese Oberfläche der Raum ist, in dem wir uns befinden. Und dann wäre unser Standort ein Punkt auf dieser Oberfläche. Ja.
und unseren Blicken in die Tiefen des Raumes, in jede Richtung, die Sie nur sich vorstellen können, also ob hierhin oder senkrecht dazu oder nach unten, in jede Richtung, das würde dementsprechend den Richtungen, die hier entlang von Linien auf der Oberfläche möglich sind. Mhm. Also Sie haben nicht eine Blickrichtung, die hier hinausgeht, mhm, und nicht eine Blickrichtung, die hineingeht, sondern, mhm, Sie haben nur Blickrichtungen, die auf der Oberfläche verlaufen. Mhm. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Und das ist sozusagen die Repräsentation des wirklichen Raumes, in dem wir leben. Mhm. Wir müssen das quasi um eine Dimension verkürzen. Unser wirklicher Raum hat 3 Dimensionen und diese Oberfläche der Kugel, die ich jetzt hier in der Hand habe, die hat nur 2 Dimensionen. Das ist eine Fläche. Mhm. Es ist zwar nicht eine ebene Fläche wie diese Tischplatte hier, sondern sie ist in sich gekrümmt. Und diese Krümmung ist es gerade, die ausmacht, dass man von dieser Fläche als einer endlichen Fläche, oder wenn wir eben sagen, diese Fläche repräsentiert den Raum, mhm, von einem endlichen Raum sprechen. Er hat nur eine bestimmte endliche Größe. Das, mhm, sehen Sie diese Kugel an, nicht, ja, wahr? Ist nicht, mhm, unendlich groß. Mhm. Man könnte das aufschneiden und platt drücken und dann hätte es, jawohl, eine Fläche. Jawohl, jawohl. Mhm. Aber was das Wichtige ist an dieser Vorstellung oder an dieser Darstellung, wie wir sie jetzt nennen, sie ist zwar endlich, diese Fläche, aber sie ist unbegrenzt. In dem Sinne, dass man überall hingehen kann, mhm, ohne an eine Grenze zu stoßen, die einen daran hindern würde, weitergehen zu können. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Käfer darauf setzen würde und der krabbelt da rum, ja, und er findet keinen Ausweg sozusagen. Er geht immer weiter und es gibt, ja, kein Ende des Weges. Ja, das ist es. Genau, so kann man sich das vorstellen. Und statt des Käfers können wir uns auch selber vorstellen, nicht wahr? Also insofern endlich und doch unendlich. Endlich, aber unbegrenzt. Mhm. Denn das ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass wir eben die Unbegrenztheit im Grunde genommen schon dafür halten, für den Ausdruck der Unendlichkeit. Mhm. Aber das Unbegrenztsein muss nicht heißen, dass etwas unendlich, mhm, ist. Das wäre jetzt eigentlich, mhm, die Quintessenz dieses Exkurses auf die Oberfläche einer Kugel. Ich glaube, wir haben eine endliche Fläche. Und wenn wir sagen, das repräsentiert den Raum, einen endlichen Raum, in dem man sich vorstellen kann, nein, man kann nicht unendlich lange in eine Richtung gehen und kommt immer wieder in einen neuen Raum, sondern, mhm, irgendwann einmal realisiert man, dass man da schon gewesen ist. Mhm. Weil eben der Raum, wie diese Kugeloberfläche, möglicherweise in sich selber gekrümmt ist. Mhm. Derart, dass wenn man auch immer meint, in die gleiche Richtung gehen zu können oder zu gehen, man doch, ohne dass man es merkt, zurückkehrt an die gleiche Stelle. Und wenn man da irgendwie eine Fahne aufstellt, nicht wahr, und sich daran erinnert, nicht wahr, vor 2 Milliarden Jahren bin ich hier losgegangen, in diese Richtung immer, nicht wahr, und dann komme ich plötzlich nach 2 Milliarden Jahren, komme ich da hin und sehe die Fahne wieder, nicht, dann muss ich sagen, komisch, nicht wahr? Ich habe doch gar nie bewusst wieder den Rückweg gesucht, sondern ich bin einfach offensichtlich immer in der gleichen Richtung gegangen. Und es ist eine Eigenschaft des Raumes, beziehungsweise des Universums selber, dass es mir verunmöglicht hat, da rum herumzukommen. Ich bin wieder zurückgekehrt. Das wäre dann der Ausdruck der Endlichkeit. Und wenn wir jetzt die Dimension der Zeit dazu nehmen, wir wissen ja heute, dass das Weltall oder das Universum, mhm, ungefähr vor 13,75 Milliarden Jahren entstanden ist. Ja. Da war der Urknall. Was war denn davor? Vor dem Urknall? Ja. Ja. Man weiß es nicht. Also wenn Sie mich so direkt fragen, ich erwarte ja auch vielleicht gerade eine Antwort. Also man weiß es nicht, sagen wir mal. Und das entbindet uns natürlich nicht vom Reiz der Aufgabe, trotzdem zu fragen, was davor war. Und diese Frage stellt sich jedermann natürlich, der auch dann eben als Antwort gibt, man weiß es nicht. Aber man würde es gerne wissen und man macht sich Vorstellungen davon, was es gewesen sein könnte. Und diese Vorstellungen, die führen ein bisschen dahin, dass man, früher sagte man gerne als Physiker oder als Astronom, diese Frage, die kann ich nicht beantworten. Weil, sehen Sie, vor dem Urknall gab es noch keine Zeit. Weil der Urknall das Ereignis ist, bei dem nicht nur das Weltall angefangen hat zu existieren, und mit ihm nicht nur der Raum, den es jetzt erfüllt mit Materie, und nicht nur die Zeit. Alles hat angefangen da. Also auch Raum und Zeit sind sozusagen mit dem Urknall erstmals in Erscheinung getreten oder haben angefangen zu existieren. Wenn die Zeit in diesem Punkt angefangen hat zu existieren, was soll es dann für einen Sinn haben, davon zu sprechen, was vor diesem Anfang der Zeit gewesen sein soll? Weil
Sie begeben sich da in einen Bereich hinein, bei dem Sie ja schon gesagt haben, da gab es keine Zeit, weil die Zeit ja etwas später erst angefangen haben soll. Das heißt, man macht eine Aussage, die man nicht verstehen kann. Wir können ja nur raumzeitlich denken. Alles, was ich denke, findet statt in Raum und Zeit. Also müssen wir uns etwas vorzustellen versuchen, was wir uns nicht vorstellen können. Also da wäre ich noch, da glaube ich, da kommen wir noch ein bisschen weiter drauf heute in diesem Gespräch, weil es ist nicht nur alles, was wir denken können, ein Denken in Raum und Zeit. Das ist zwar auch wahr, aber ich denke, es hat noch mehr auf sich mit der Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt das, wo wir uns jetzt ein bisschen annähern. Denn wenn ich vorhin sagte, das war die klassische Antwort, dass man sagte, Physik, Naturwissenschaft ist nicht in der Lage, weil Naturwissenschaft ist eben die Disziplin, die alles in Raum- und Zeitkategorien ausdrücken will und auch beschreiben will. Und wenn die Zeit nicht zur Verfügung steht, dann kann man es nicht machen. Das hat sich jetzt geändert, weil man eben auch angefangen hat, sich Gedanken zu machen darüber, was die Zeit überhaupt sein könnte. Und die Zeit, die erleben wir ja als das eine gewisse Art von Ordnungsprinzip. Genauso wie den Raum übrigens auch. Nicht? Der Raum gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns eben sozusagen orientieren können. Dass wir anhand der Objekte oder der Gegenstände, der Materie, die sich im Raum befindet, uns sozusagen vortasten können in verschiedene Bereiche des Raumes und dabei nicht verloren gehen. Dass wir eine Orientierung behalten. Dass also etwas Konstantes sich mit etwas Nicht-Konstantem, nämlich unserer Bewegung, verknüpfen lässt und dadurch eben sich gegenseitig ermöglicht. Nicht? Also die Bewegung selber, die Veränderung des Ortes ist nur dann möglich, wenn es eben Orte gibt, die festbleiben, nicht wahr? Und die Zeit wäre ein ähnliches Prinzip. Also das ist auch etwas, was eine Orientierung ermöglicht. Nämlich bei uns, was da geordnet wird, das sind die Ereignisse. Dass Ereignisse nacheinander oder eben voreinander stattfinden und dass durch diese Ereignisfolge eben auch Zusammenhänge entstehen, von denen man eben dann profitieren kann, weil sie einem auch wieder Orientierungen erlauben, weil verschiedene Ereignisse stattfinden und gewisse Ereignisse lassen sich zusammenhängend erklären, indem man sie eben verknüpft miteinander und zeitlich ordnet. Meinen Sie damit, das ist nur ein Konstrukt, die Zeit? Ein Konstrukt ist es sicher, aber ein Konstrukt von wem? Das ist noch die Frage. Also die Zeit, wenn Sie so wollen, ist ein Konstrukt der Natur. Wenn Sie also die Natur für etwas halten oder mit diesem Ausdruck meinen, etwas meinen, was vor aller Ausgestaltung in einzelne Facetten wie Raum, Zeit, Materie, Gesetzlichkeit und so weiter ist, dass die Natur das insgesamt dessen ist, was nachher so sich ausdifferenziert präsentiert, dann kann man sagen, ja, die Zeit ist ein Produkt oder ein Konstrukt der Natur. Nicht, dass ich damit eben sagen würde, die Natur ist irgendwie bewusst daran gegangen und hat da planmäßig etwas gemacht, sondern es ist sozusagen ihr Vermögen gewesen, dies so hervorzubringen. Aber bei uns wäre die Zeit einfach ein Ordnungsprinzip. Und was ich eigentlich vorhin sagen wollte bei diesem Rückgang vor den Urknall ist, dass man jetzt angefangen hat, dieses gewohnte Bild der Zeit, nämlich dass die Zeit für uns etwas ist, was abläuft und immer in einer bestimmten Richtung abläuft und in wohlgemessenem Takt abläuft, sodass man eben auch sinnvollerweise die einzelnen Zeitschritte aufzeichnen und sich daran halten kann, dass diese Vorstellung selber nicht anwendbar ist auf die Zeit vor dem Urknall. Dass es dort sehr wohl Zeit gegeben haben könnte und auch noch ganz in den allerersten Momenten nach dem Urknall sieht man vielleicht solche Spuren von einer früheren Zeit, bei der die Zeit nicht diese Eigenschaft hatte, etwas schön Geradliniges zu sein, immer in einer Richtung abzulaufen, lückenlos zu sein vor allem. Das ist auch eine Eigenschaft der Zeit, die wir da sehr schätzen. Stellen Sie sich vor, wir wären plötzlich einmal ein paar Augenblicke nicht mehr da, nicht wahr? Also ich würde jetzt reden und die Frau Bleisch würde plötzlich verschwinden, nicht wahr? Hallo, wo sind Sie denn? Ah, da tauchen Sie wieder auf, aber vielleicht gar nicht hier, sondern da hinten, nicht wahr? Irgendwo. Also diese Kontinuität, diese Lückenlosigkeit der Zeit, das ist auch eine Eigenschaft, von der man heute denkt, dass sie eine Täuschung ist oder dass sie nicht die letzte Wahrheit über die Zeit ist, sondern dass die Zeit vielleicht ganz ähnlich, wie man das seit vielleicht etwas mehr als 100 Jahren weiß, wie die Materie tatsächlich aus kleinsten Einheiten besteht, dass sie quantisiert ist.
und dass die Materie also auch nichts Lückenloses ist. Wenn ich hier darüber streichen kann und ich falle nirgendwo mit meinen Fingern irgendwo in ein Loch hinein, weil es keine Lücken hat, sondern durchgängig ist, dann liegt das nur daran, dass unsere Beschaffenheit eben zu grob ist. Wenn man da mit dem Mikroskop geht und in die Dimensionen hineinsteigt, dann plötzlich tun